Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen RPG-Talk-Podcast. Es ist mal wieder soweit. Diesmal haben wir schnell ein neues Thema bekommen, dank Ubisoft. Warum natürlich? Das seht ihr auf dem Thumbnail schon. Assassin's Creed Shadows wurde angekündigt. Unter dem Namen, weiß ich gar nicht, ist das schon bekannt gewesen? Ich weiß, dass Hexe bekannt gegeben wurde. Ich glaube, Red oder so hieß eins. Und es kann sein, dass es aber dieses Shadows auch schon gab oder dass es mal anders hieß. Und wir haben den Trailer mittlerweile bekommen, auf Englisch, auf Deutsch. Ich habe mir den natürlich angeguckt, der Trailer ist richtig, richtig gut geworden. Und ich selber mag Assassin's Creed. Ich mag die ganze Serie, ich mag jetzt nicht jeden Teil gleich gerne, aber ich mag diese Serie. Besonders natürlich die Hauptgeschichten. Das Ganze drumherum interessiert mich alles nicht. Die Nebengeschichten jucken mich nicht, die ganzen Sammelaufgaben und sowas interessiert mich auch alles nicht. Aber die Hauptstory ist eigentlich in den meisten Fällen, ich würde jetzt nicht sagen immer, aber in den meisten Fällen doch sehr unterhaltsam und sehr gut gelungen. Nervig sind dann so Sachen, wo es jetzt in dieses übertriebene Open World ging mit Valhalla und sowas, dass man dann so Nebenaufgaben machen muss, um voranzukommen und so. Das ist dann ein bisschen ätzend. Aber an sich finde ich das so geschichtlich und dass so besondere Persönlichkeiten immer da drin sind, die dann eine Rolle spielen, die man halt aus der Geschichte kennt. Das finde ich immer alles ganz geil und spannend umgesetzt. Auch die Gegenden, die sie sich aussuchen, waren immer toll. Aber man hat auch immer darauf gewartet, dass endlich mal was in Japan stattfindet. Und mit Assassin's Creed Shadows ist es endlich soweit. Im Hintergrund werdet ihr übrigens in Dauerschleife den Trailer sehen, weil es gibt nicht viel mehr Spielmaterial, was ich zeigen kann. Also wundert euch nicht, wenn ihr da immer wieder dieselben Szenen seht. Da kann ich leider aktuell nicht allzu viel dran ändern. Aber alles in allem wollen wir ein bisschen darauf eingehen, was es denn für Infos gibt. Was wissen wir denn über Assassin's Creed Shadows überhaupt? Wir wissen zum einen, dass es nur für PS5, Xbox Series X und S und PC erscheinen wird. Also nichts für die alte Generation. Es wird also ja Next-Gen sein, wobei eigentlich ist Next-Gen auch Schwachsinn. Es ist Current-Gen. Diese Next-Gen ist auch irgendwie eine Generation zum Vergessen, wenn ich mal ehrlich sein soll. Und ich hoffe sehr, dass die echte Next-Gen dann auch wirklich mal Next-Gen ist. PS5 und Xbox Series sind nett, aber bei weitem haben sie nicht das Potenzial erfüllt oder erreicht, was in ihnen steckt. Denn es nimmt ja sogar schon langsam Endzyklus-Start die an, oder? Es geht schon auf das Ende zu dieser Generation. Deswegen sehr enttäuschend, muss ich sagen. Da hat natürlich auch diese Corona-Kacke großen Teil zu beigetragen, aber insgesamt war diese Generation eine Enttäuschung bis hierhin. Und deswegen freue ich mich aber, dass es nicht auch jetzt noch für die uralte Generation kommt. Das Ganze wird auch am, boah, lass mich lügen, 15. oder 12. Ich bin mir jetzt ehrlich nicht sicher. Ich kann es nicht zu 100% sagen. Ich glaube, es ist der 12. November. Da soll das Spiel erscheinen. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, falls ich jetzt hier Falsches erzähle. Aber ich meine, es war der 12. November. Ihr werdet es aber auch, glaube ich, im Trailer immer wieder sehen. Also das Datum wird euch meines Erachtens im Trailer angezeigt. Wenn nicht, behaltet den 12. im Hinterkopf. Wenn es am 15. ist, habt ihr es wenigstens nicht verpasst. So viel dazu. Aber jetzt wollen wir natürlich kurz mal darauf eingehen. Was haben wir herausgefunden? Was kann man dem Trailer entnehmen? In welchem Setting spielt es denn jetzt wirklich? Natürlich spielt es in Japan, aber Japan reicht nicht. Japan hat verschiedene Epochen, verschiedene Zeitalter sozusagen. Und dieses Assassin's Creed Shadows findet in der Asuchi Momoyama-Periode statt. Und das ist in der Geschichte so 1579 bis in den frühen 1580er Jahren. Ja, also von 79 bis in die frühen 80er Jahre des 16. Jahrhunderts spielt das Ganze. Und das ist schon sehr lange her. Ich weiß gar nicht, was war das Längste, was her ist? Ist nicht das Längste, ne? Da gab es noch anderes. Da gab es ja noch dieses Odyssey und alles. Übrigens, kurzes Abschweifen Richtung Odyssey und Origin. Die beiden Teile sind fantastisch. Am geilsten ist der Explorer-Modus, wo du einfach durch die Welt läufst und die ganzen Sachen erklärt bekommst. Schade, dass das in Valhalla nicht mehr drin war, weil den Modus fand ich richtig interessant und richtig geil. Das hat einen echten geschichtlichen Mehrwert tatsächlich geboten. Aber ich will jetzt nicht zu lange abschweifen, weil wir haben ein bisschen, worauf wir eingehen müssen. Und zwar vor allem in Sachen Setting. Es spielt also von 1579 bis 1580 und ein paar Jahre danach, in den frühen 80ern, hört es dann auf.
in der Asuchi Momoyama-Periode. Was schon mal geil ist, weil ich von dieser Periode, ehrlich gesagt, noch nie was gehört habe. Oder zumindest ist mir nichts im Gedächtnis geblieben. Normalerweise japanisches Zeitalter, oh, das reicht die Geschichte von den drei Königreichen. Ist eigentlich so das ausgelutschteste Thema, was du in Japan nutzen kannst. Ghost of Tsushima hat das ganz geil gemacht, hat eine neue Periode erzählt oder einen neuen Ansatz gesucht. Das war schon ganz geil und das wird hier bei Assassin's Creed Shadows genauso sein. Zumindest ist mir da, wie gesagt, nichts bekannt. Und wenn wir uns nochmal die Zeit anschauen, dann wissen wir auch, dass wir es mit den klassischen Templern zu tun haben, also die klassische Form der Templer. Außerdem werden wir, wie immer in Assassin's Creed, auch auf historische Personen treffen. Das ist immer eins meiner Highlights, besonders wenn man diese Person kennt. Hier in dem Fall kenne ich zwar eine, die dabei sein wird, nämlich wird Oda Nobunaga dabei sein, der als großer Vereiniger Japans gilt. Nobunaga kennt man, ja, da gibt es auch mehrere Spiele schon von. Und ich glaube, Nobunaga Ambitions oder so ist eine langlebige Serie, wo es dann wirklich um ihn auch geht und um sein Zeitalter. Der wird auf jeden Fall dabei sein, das weiß man schon. Und der andere ist, das muss ich kurz ablesen, Fujibayashi Nagato ist ein Meister-Ninja des Iga-Clans. Auch das ist eine historische Person, die es im realen Leben gab. Und der wird ebenfalls vertreten sein. Bin ich extrem gespannt drauf. Es wird übrigens so sein wie in Assassin's Creed Syndicate, dass man auch hier wieder zwischen zwei Personen oder zwei spielbaren Charakteren wechseln kann. Ein männlicher und ein weiblicher Charakter. Der erste Charakter ist die weibliche Person und das ist die fiktive Tochter des Meister-Ninjas Fujibayashi Nagato. Das ist die historische Person. Der hatte aber, glaube ich, keine Tochter. Deswegen die Figur hier, die ihr spielt, ist dann die fiktive Tochter in diesem Fall. Und sie wird zu einer absolut fähigen Shinobi ausgebildet von ihrem Vater. Das ist also Charakter Nummer 1. Charakter Nummer 2 ist Yasuke. Und Yasuke ist im Gegensatz zu Naoe eine wirkliche, echte, real existierende historische Figur. Yasuke kommt nämlich ursprünglich aus Afrika und da habe ich auch schon wieder die wildesten Kommentare gelesen. Ja, oh, warum ist denn ein schwarzer Shinobi oder was weiß ich, warum ist der denn jetzt dabei? Es ist ganz einfach, das ist eine echte Figur, die es gab. So, das war ein Schwarzer, jemand aus Afrika, der 1579 mit den Portugiesen nach Japan gekommen ist. Und der auch tatsächlich unter Lord Nobunaga zu einem Samurai wurde. So, da kann man jetzt natürlich diskutieren. Aber es ist halt haltlos, denn Yasuke hat es wirklich gegeben. Und da sehe ich schon wieder, dass Leute irgendwelche Fässer aufmachen, obwohl sie sich null damit beschäftigt haben und jetzt schon wieder einen Shitstorm lostreten wollen, der natürlich niemals stattfinden wird, weil es nun mal Realität ist. Aber wie man schon wieder im Ansatz versucht, irgendetwas zu finden, um gegen irgendwas zu schießen, es macht mich ehrlich, teilweise macht es mich echt krank. Diese Welt macht mich teilweise einfach nur noch traurig. Aber Gott sei Dank ist das keine fiktive Figur. Jetzt können sie sich aber alle auf die Tochter stürzen, die es nicht gegeben hat, und sich darüber echauffieren. Warum gibt es denn jetzt weibliche Shinobi? Ja, auch die hat es gegeben. Also, meine Fresse. Es ist unglaublich. Aber das soll nicht weiter Thema sein. Aber nochmal trotzdem kurz zu Yasuke. Yasuke ist ja eine real existierende Person gewesen. Und Yasuke ist die erste real existierende Person, die ihr spielen könnt in Assassin's Creed. Es gab noch nie eine real existierende Person, die ihr als Charakter wirklich steuern konntet. Ziemlich geil. So viel also erstmal zu den Setting-Gegebenheiten, die ich wirklich sehr, sehr spannend finde. Ne? Man kann von Assassin's Creed ja halten, was man möchte. Es gibt auch viele, die die Serie abgrundtief verachten mittlerweile. Wie gesagt, bei mir ist es nicht so. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Setting. Das kann man nicht bestreiten. Dann kommen wir jetzt zu ein paar spielmechanischen Sachen, die bekannt sind. Und da gehen wir erstmal auf das Deckungssystem ein, auf das Schleichen und so. Wie der Titel eigentlich schon andeutet, Shadows spielen Licht und Schatten eine größere Rolle. Und ihr werdet ein anderes Beleuchtungssystem haben, beziehungsweise spielt ein globales, dynamisches Beleuchtungssystem eine große Rolle hier. Es läuft, glaube ich, mit der Anvil Engine, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, es ist sogar das erste Assassin's Creed mit der Anvil Engine. Es gab jetzt noch dieses andere Assassin's Creed, mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein, das letzte, was ein bisschen kürzer war.
Da weiß ich nicht, ob das auch schon die Anvil Engine war, aber das hier müsste das erste sein. Und es wird so sein, dass ihr auch Dunkelheit erzeugen könnt. Ja, also es ist auch wichtig, dass ihr Lichtquellen zum Beispiel ausschaltet, dass ihr Laternen zerstört, dass ihr sonstige Lichtquellen vielleicht ausschaltet, damit ihr euch besser dadurch sneaken könnt. Man muss jetzt natürlich sagen, wer weiß, wie gut das umgesetzt ist. Weiß ich nicht. Braucht man das wirklich? Ja, kann ich nichts zu sagen. Ich kann nur darauf eingehen, was man so gehört hat und ob ich das spannend finde oder nicht. Und das klingt alles sehr, sehr cool. Ist nichts, was es nicht schon gab, dass man irgendwelche Laternen ausknipsen musste und sich dann verstecken konnte. Ich meine, das gibt's schon seit, keine Ahnung, Splinter Cell 1? Ja, ist jetzt nichts Neues, aber für die Assassin's Creed-Reihe gab es das in der Form noch nicht. Und deswegen finde ich es spannend. Es wird auch ein Lichtmesser geben, wo dann angezeigt wird, wie gut ihr versteckt seid, ob ihr vollständig versteckt seid oder auch völlig sichtbar seid. Also somit, euch wird auch angezeigt, wie gut seid ihr gerade versteckt, weil es doch wahrscheinlich schwierig sein wird, das einzuschätzen. Das wird euch also per Messer angezeigt. Es gibt auch eine neue Art von NPCs, und zwar die Diener. Und da bin ich mir ehrlich gesagt jetzt noch nicht ganz sicher, ob die Diener auf eurer Seite sind oder ob die Diener auf der Seite des Feindes sind. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich weiß nur, dass es sie gibt. Und die können zwar nicht kämpfen, was ja dann eher dafür spricht, dass sie auf eurer Seite sind, weil man immer so Lappen an die Seite bekommt. Aber es kann auch sein, dass es die Gegner sind, weil die so ein bisschen zwischen Feind und Zivilisten sind. Auch ihre eigenen Patrouillen und so haben und auch mit Laternen durch die Nacht gehen und sowas. Deswegen glaube ich eher, dass es Feinde sind. Wenn ihr da mehr wisst, auch gerne in die Kommentare schreiben. Gerne das Ganze ergänzen, damit Leute das hier sehen, das nachlesen können, so viele Infos wie möglich bekommen. Auf jeden Fall können die Diener maximal Alarm schlagen. Ja, die können nicht selber kämpfen, aber ihr könnt sie dann wahrscheinlich trotzdem ausschalten. Das ist aber reine Spekulation meinerseits. Es wird auch die Möglichkeit geben, dass ihr Feinde mit einem speziellen Stealth-Takedown ausschaltet und somit ein, also nicht tötet, ja, also wirklich nur ausschaltet, quasi bewusstlos haut und somit einen komplett pazifistischen Spielverlauf ermöglicht. Das ist sehr cool für Leute, die das mögen. Mir ist es egal, ich versuche die immer alle kalt zu machen, damit sie mir hinterher nicht noch Probleme bereiten. Aber auch das ist, glaube ich, zum ersten Mal möglich, dass man das so pazifistisch wie möglich, sag ich mal. Ich glaube nicht, dass man seine Hauptziele nicht töten muss, sondern nur ausschalten, kann ich mir nicht vorstellen. Aber alles in allem ist es auf jeden Fall möglich, pazifistischer zu spielen. Ganz pazifistisch würde ich trotzdem ausschließen, das glaube ich nicht. Was auch noch eine neue Spielmechanik sein wird, ist, dass man zum ersten Mal wirklich kriechen kann. Also nicht nur einfach in die Hocke gehen und sich im hohen Gras oder so verstecken, sondern man kann sich wirklich auf den Bauch legen und rumkriechen und man wird so auch durch extrem schmale Durchgänge und Lücken passen, was auch nochmal eine neue Spielmechanik oder neue Varianten ergeben wird. Es ist auch eine sehr, sehr coole Mechanik, die aber auch schon lange gefordert wurde. Jetzt endlich wird es mal umgesetzt. Naoe, der weibliche Hauptcharakter, hat außerdem einen Enterhaken. Das ist jetzt erstmal nichts Neues, den gab es in Syndicate auch schon. Aber im Gegensatz zu Syndicate gibt es diesmal auch eine echte Physiksimulation und dynamisches Schwingen. Das war ja sonst so ein seilbahnartiges Ding, ja, was sich von A nach B gezogen hat, ohne dass man jetzt groß auf Physik achten musste. Dieser Enterhaken von Naoe hat jetzt aber eine richtige Physikberechnung und ja, kann eigentlich an jedem Dachbalken festgemacht werden. Es gibt auch spezielle Ankerpunkte, wo man den benutzen kann. Ihr könnt euch damit unter die Decke ziehen und wie Spider-Man auf eure Gegner lauern, die dann unter euch herlaufen und denen da auf den Kopf springen. Also auch der Enterhaken wurde angepasst, wurde verändert im Gegensatz zu Syndicate. Klingt auch deutlich realistischer und spannender und ein irgendwie als neues cooles Gimmick, das gut in die Zeit auch reinpasst. Auch das gefällt mir und ich habe Bock drauf bis jetzt. Ich habe wirklich Bock drauf, aber es gibt noch mehr. Denn auch die Adlersicht kehrt in Assassin's Creed Shadows zurück und da könnt ihr dann euer Gebiet ausspionieren. Die Feinde werden rot markiert und die Diener werden orange markiert. Das ist auch schon bekannt. Deswegen glaube ich, dass die Diener eher auf der feindlichen Seite als auf der freundlichen sind. Aber wer weiß. Trotzdem glaube ich, dass es eher Feinde sind. Diesen Vogel gibt es übrigens nicht. Also wie es in Origins, Odyssey oder Valhalla war, der wird nicht zurückkehren. Ihr müsst also selber das ganze Gebiet ausspionieren. Was ich auch ein bisschen geiler finde, zumindest in der Zeit. So bei Valhalla und so hat es irgendwie noch Sinn gemacht und auch bei Odyssey und so fand ich das cool. Aber ich finde, in die Zeit und nach Japan passt halt auch so ein Adler nicht rein. Finde ich geil, dass man das wieder selber machen muss. Das passt schon ganz gut.
Und ja, Naoe ist als Shinobi natürlich die deutlich bessere Schleicherin und kann das Ganze ja von innen heraus erledigen, während Yasuke, der ja auch in so einer Samurai-Rüstung rumläuft und ziemlich klobig ist, der ist eher für das Infiltrieren zuständig. Also mit Yasuke infiltriert ihr und mit dem Shinobi werdet ihr dann reinschleichen oder so. So stelle ich mir das auf jeden Fall vor und das klingt auch sehr, sehr spannend. Und damit gehen wir jetzt aber auch ein bisschen weg vom Schleichen und gucken uns mal die RPG-Systeme an und natürlich den Kampf. Das, was Assassin's Creed ja auch, was ein Großteil von der Serie ausmacht. Und in der Ära, in der das jetzt spielt und in der japanischen Kriegsführung zu der Zeit, gab es keine Schilde. Es gab nur Angriffswaffen und Rüstungen, aber keine Schilde. Das heißt, eure Rüstung ist auch das Einzige, was eine Verteidigungsmöglichkeit ist. Das bedeutet, dass Ausweichen und Positionierung das A und O bei diesem Kampfsystem sein werden, was ich auch ganz geil finde. Ich meine, zu Odyssey und so hat es ganz gut gepasst, mit Schwert und Schild zu kämpfen. Ja, da passt es auch in die Zeit, aber hier finde ich geil, dass es geschichtlich auch irgendwie zusammenhängt und dort keine Schilde zur Verfügung stehen. Aber das Kampfsystem könnte trotzdem cool werden, vielleicht so ein bisschen Souls-like. Es soll jetzt nicht so unfassbar schwer sein, ja, das brauche ich auch nicht. Ich will schon gerne ein geschmeidiges, schönes Assassin's Creed-Kampfsystem, aber das muss halt auch zu dem japanischen Flair passen. Also mit schnellen Schwertbewegungen und so. Es muss halt sich einfach smooth anfühlen und ich glaube, dass sie das schon hinbekommen können. Ich meine, die haben so viele Kampfsysteme entwickelt, ich denke, für Shadows werden die sich ins Zeug legen. Es wird allerdings nicht komplett unmöglich sein, Schläge abzublocken. Ja, ihr könnt mit Yasuke und seiner Waffe zum Beispiel Schläge abblocken. Und bei Naoe wird es so sein, dass sie natürlich auch kämpfen kann, aber sie kann nicht abblocken oder parieren. Also mit Yasuke könnt ihr natürlich auch parieren, aber mit Naoe könnt ihr nicht abblocken und nicht parieren, aber ihr könnt ablenken. Ja, das hat Ubisoft bekannt gegeben. Was Ubisoft aber nicht bekannt gegeben hat, ist, wo der Unterschied ist zwischen abblocken und ablenken oder parieren und ablenken. Weiß man nicht. Ich vermute mal, dass das Ablenken, sowas ähnliches ist. Oder sagen wir mal so, das Parieren wird so sein, dass man danach einen Gegenangriff machen kann. Ist ja meistens so. Wenn man perfekt pariert, kann man zuschlagen. Das Blocken ist ganz klar, du blockst einfach nur den Schlag. Das Ablenken könnte aber mehr so eine Art sein, dass der Schlag ins Leere geht und man dann ausweicht, anstatt einen Gegenangriff zu machen. So stelle ich mir das vor. Ob das so ist, keine Ahnung. Aber sie haben nicht erläutert, was Ablenken bedeutet. Bei den Feinden wird es so sein, dass die Rüstung der Feinde eine Haltbarkeit hat. Es wird ein Haltbarkeitssystem für die feindliche Rüstung geben. Wenn ihr auf die Rüstung einschlagt, kann diese natürlich auch im Kampf zerbrochen werden und damit macht ihr den Feind quasi weich. Ihr klopft ihn weich, um dann ordentlich Schaden gegen sie auszurichten. Es wird auch einen hohen Grad geben an Umgebungszerstörung. Ja, so gut wie alles, was ihr in diesem Spiel seht, soll zerstörbar sein. Das heißt, wenn ihr mit eurem Katana durch die Gegend metzelt und trefft damit diese Bambusbäumchen oder irgendwelche Büsche, dann zerhackt ihr die auch. Pfeile, die irgendwo einschlagen, hinterlassen auch quasi Einschusslöcher und Spuren ihrer Zerstörung. Genauso wie stumpfe Waffen, wenn ihr damit irgendwo draufkloppt und auf einen Topf schlagt oder so, dann zerbricht dieser Topf in 1000 Teile. Also das ist schon, soll schon sehr, sehr realistisch sein, wenn ihr da zum Beispiel auf einem Marktplatz kämpft. Ich muss da immer an die alten Jackie Chan Filme denken, wenn er da über den Marktplatz rennt und da überall kämpft und dann Töpfe durch die Gegend fliegen, das Obst durch die Gegend fliegt. So stelle ich mir auch die Kämpfe irgendwie vor bei Shadows. Und dieses Katana zum Beispiel soll auch präzise Spuren hinterlassen. Also wenn der Schlag des Katanas diagonal auf irgendwas trifft, dann ist der Schnitt auch genau an der Stelle. Also zumindest ist es so erklärt und das klingt auch sehr geil und könnte für ziemlich fette Action-Szenen sorgen. An Vielfalt bei den Waffen wird es ebenfalls nicht mangeln, denn es wird nicht nur Katanas geben. Natürlich, Katanas dürfen nicht fehlen. Ja, das wird wahrscheinlich auch die Waffe sein, mit der die meisten Leute den meisten Spaß haben werden. Aber es gibt eben auch diese Kanabao-Kriegskeule, es gibt Yari-Speere, Shuriken, Kunai, ja, also diese Ninja-Sterne, diese dünnen Messer, die man werfen kann. Und es gibt die Kusarigama, das ist diese Sichel, die an so einer Kette befestigt ist. Und auf die habe ich am meisten Bock irgendwie. Diese Kette und dann diese Sichel durch die Gegend zu schwingen, ich glaube, das könnte auch von den Animationen her mit das Geilste sein. Also da auf die Waffen freue ich mich natürlich auch. Ich bin aber auch riesiger Asia-Fan. Das darf man nicht unterschätzen. Ich bin Wikinger-Fan, das fand ich bei Valhalla schon geil.
Und ich bin Asia-Fan. Ich mag diese asiatischen Settings. Ich muss jetzt nicht 80.000 Mal die drei Königreiche durchspielen, aber ich mag das. Ich mag das sehr und ich freue mich sehr auf die Waffen und das, was alles damit einhergeht. Ziemlich geil. Ich bin schon ein bisschen gehypt, vielleicht merkt man's. Es gibt aber nicht nur Nahkampfwaffen. Zu der Zeit gab es auch schon Schusswaffen, zumindest das Akebusengewehr. Und das wird Yasuke bekommen. Er hat also eine mächtige Fernkampfwaffe noch nebenbei zur Verfügung. Und jede Waffe, die ihr habt, also alle, die ich gerade aufgezählt habe, werden einen eigenen Fertigkeitsbaum haben. So dass ihr euch je öfter oder je länger ihr diese Waffen benutzt, auch mehr Aktionen und mehr Möglichkeiten mit diesen Waffen freischaltet. Das ist auch sehr, sehr cool. Und ist ein bisschen, das ist natürlich eines dieser RPG-Systeme, die mir aber echt gut gefallen, dass man vielleicht, ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht gar nicht so sehr auf den Charakter sich fokussiert, sondern mehr auf die Waffen und den Umgang mit diesen Waffen. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Es gibt außerdem die Möglichkeit, ein eigenes Katana herzustellen. Das erinnert mich an ein Brettspiel. Ich glaube, wie heißt nochmal das Brettspiel? Ich weiß es gerade nicht. Irgendwie Shogun no Katana oder so. Und das ist so ein kleines Brettspiel, wo du Materialien sammeln musst, um dein eigenes Schwert zu schmieden oder ein Schwert für den König zu schmieden und so dann Geld zu verdienen. Ist ein analoges Brettspiel, kennt ihr wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht doch, googelt mal nach. Ist ein ganz cooles Konzept eigentlich. Und so könnt ihr das auch im Spiel machen. Ihr könnt euer eigenes Katana quasi schmieden und individuell gestalten. Und es gibt ein Transmog-System, sodass ihr, auch wenn ihr eine schwächere Waffe habt, aber das Aussehen geil findet, dann könnt ihr trotzdem eure aktuelle Waffe so aussehen lassen wie die schwächere, aber trotzdem mit den Stats der besseren. Also das Transmog-System ist ja auch bekannt, aber finde ich geil, dass es drin ist, weil man mit Sicherheit Sachen findet, die einem vom Aussehen her sehr gut gefallen, die aber einfach schwächer sind und deswegen nicht mitgenommen werden. Es wird aber trotzdem so sein, dass eure Charaktere trotzdem leveln, ne? Also es ist nicht so, dass ihr jetzt nur eure Waffen trainiert und der Charakter hat eigentlich kein Level. Nein, es wird auch der Charakter einen Levelaufstieg haben. Beziehungsweise ist es so, dass sich Yasuke und Naoe die Erfahrungspunkte teilen. Also wenn ihr mit einem Level aufsteigt, dann steigen beide diesen einen Level auf. Und ihr teilt euch auch die gesammelten Waffen und Ressourcen. Aber jeder hat seine individuellen Fähigkeiten. Apropos Fähigkeiten, auch die aktiven Kampffähigkeiten kehren wieder zurück. Und ja, die schaltet ihr frei, indem ihr Ninja-Schriftrollen sammelt. Was dann ja eher eine Aufgabe für unseren Shinobi ist, für unsere Shinobi. Das ist halt ein bisschen Sammelkram, aber das ist Sammelkram, der cool ist. So Sammelkram mag ich nämlich, wenn das so unnützes Zeug ist, was dir dann am Ende vielleicht eine Trophäe bringt oder irgendein Gamerscore, dann sind die scheiße. Aber wenn dieses Sammelzeug gut in die Welt eingebunden ist und dir als Belohnung auch noch Fähigkeiten gibt, also du quasi halt auch wirklich einen richtigen Reward hast, den du nutzen kannst, dann finde ich es geil. Und so soll es mit den Ninja-Schriftrollen sein. Aber ich gehe auch davon aus, dass es ziemlich viel Quatsch-Sammelkram geben wird. Die Ninja-Schriftrollen könnten aber eines der guten Sammeldinger sein. Und ja, damit haben wir eigentlich die RPG-Systeme und das Kampfsystem soweit abgehandelt. Also zumindest das, was ich in Erfahrung bringen konnte. Gehen wir also doch ein bisschen auf die Welt ein. Wie ist die Welt denn so gestaltet? Und auf die Seasons. Und da ist natürlich der große Star erstmal die Anvil Engine. Die Anvil Engine an sich gibt es schon. Ja, das ist jetzt nichts Neues. Ich weiß, dass es die schon länger gibt. Aber es müsste halt das erste Assassin's Creed sein. Und die Anvil Engine ist natürlich auch weiterentwickelt worden für Assassin's Creed. Und die ist eigentlich auch der große Star der Welt. Denn es soll eine viel bessere dynamische Beleuchtung geben, globale Illumination, ja, die zerbrechlichen Requisiten, die überall rumstehen, detailliertere Assets und sowas und natürlich viel weniger Pop-Ins wurde angekündigt. Wir wissen, Assassin's Creed ist natürlich, hat es eine gigantische Weitsicht, aber wenn man drauf achtet, ist da auch sehr viel, was dann so reinploppt ins Bild, wenn man nah genug dran ist. Das ist nicht so extrem wie bei einem Pokémon oder so, aber wenn man drauf achtet, fällt es halt schon auf. Man muss halt drauf achten. Wenn man nicht drauf achtet und da mitten im Kampf ist, nimmt man es nicht wahr. Aber wenn man so durch die Welt flaniert, dann kann das schon auffallen und das soll hier deutlich geringer werden. Und es wird Seasons natürlich geben. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Seasons, so Gaming-Seasons. Ich meine natürlich Frühling, Sommer, Herbst, Winter, das meine ich. Also nicht denken, dass es jetzt hier schon irgendwelche Infos zu einem Season Pass oder irgendwelche In-Game-Seasons gibt. Nein, ja, das meine ich nicht. Ich meine natürlich die Jahreszeiten. Da gibt es
alle Jahreszeiten, also Frühling, Sommer, Herbst, Winter, sind alle vorhanden. Es ist aber nicht so, dass ihr, wenn ihr jetzt 3 Stunden eure PlayStation anlasst, dass ihr dann von Sommer auf einmal im Winter seid. Die Jahreszeit ist an die Hauptkampagne geknüpft, damit es halt geschichtlich, historisch genau passt. Aber jede dieser Perioden hat auch wieder verschiedene Stufen, sodass ihr am Anfang des Winters langsam merkt, so jetzt werden die Bäume kahl. Und wenn ihr dann 1-2 Missionen weiter seid, dann bedeckt es schon langsam mit Schnee. Und wenn ihr dann noch eine Mission weiter seid, dann ist alles zugeschneit. Also diese verschiedenen Seasons haben halt nochmal verschiedene Unterstufen, um das möglichst authentisch rüberzubringen. Außerdem wird die Jahreszeit auch Einfluss auf den Spielverlauf haben. Also im Sommer habt ihr natürlich überall prachtvolle Büsche, wo ihr euch verstecken könnt. Im Winter sind die aber nicht mehr da und bieten euch dementsprechend keinen Schutz oder keine Versteckmöglichkeit mehr. Und wenn ihr auf Dächern rumlauft im Winter, ist es auch so, dass Eiszapfen vielleicht runterfallen können und eure Position verraten. Auch das sind so Kleinigkeiten, die eingebaut wurden, die einfach auch spielerisch relevant sind und deswegen auch die Jahreszeiten relevant sind. Das sind alles coole Ansätze. Ich sag nicht, dass das auch am Ende geil wird, ja, so weit lehne ich mich noch nicht aus dem Fenster, aber das klingt alles schon sehr, sehr nice. Da kann man sagen, was man will, es klingt einfach gut. Aber es ist halt auch Ubisoft, wo ich wirklich sehr viele Bedenken immer habe. Aber ich möchte mich trotzdem drauf freuen. Auch die NPCs sollen sich natürlich dementsprechend verhalten. Also im Sommer, wenn es danach geht und ihr quasi entdeckt wurdet oder die euch suchen, dann zerhacken die auch die Büsche. Im Winter sind ja eh keine Büsche da, aber es ist arschkalt. Und das heißt, die gegnerischen Samurais und so sollten dann eigentlich am Feuer stehen. Oder sich dort aufhalten, wo es warm ist, vielleicht in Gebäuden. Und das heißt, auch dort spielt die Jahreszeit eine Rolle, so dass ihr euch vielleicht im Freien trotzdem besser bewegen könnt als im Sommer, weil ihr einfach auf weniger Feinde trefft, weil die sich an warmen Orten aufhalten. Auch das wieder eine sehr, sehr coole und realistischer Ansatz. Ebenfalls wird es ein voll dynamisches Wettersystem geben, was für ordentlich Einfluss sorgen wird. Es wird natürlich schweres Wetter geben, ja, wo dass ihr so dichten Nebel habt und Sachen viel schlechter erkennt und schlechter hört, weil irgendwie die Winde heulen. Ja, das ist auch schon wieder ziemlich immersiv. Der Schnee wird auch den Ton des Feindes beeinträchtigen, aber auch eben eure Sicht. Es wird Stürme geben, wo ihr natürlich eure Schritte verbergen könnt. Im Schnee werdet ihr Spuren hinterlassen. Während ihr natürlich bei Regen so gut wie keine Spuren mehr hinterlasst, wenn da ein Sturm wütet, dann erkennt man eure Fußspuren nicht. Im Schnee seid ihr dann aber leicht zu finden, wenn ihr einmal entdeckt seid. Also auch das dynamische Wetter spielt eine große Rolle in Sachen Gameplay. Optisch werden sich die Jahreszeiten natürlich auch unterscheiden. Es soll ein detailliertes Ökologiesystem geben, sodass zum Beispiel, ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel, dass im Sommer oder so, wenn es windig ist, die Pollen durch die Gegend fliegen und sowas. Also da soll natürlich dann auch visuell für ein bisschen Abwechslung gesorgt sein. Zur Kartengröße wissen wir, dass es ungefähr so groß sein soll wie in Assassin's Creed Origins und quasi die zentrale Region Japans abbildet. Die Karte an sich wird dann in verschiedene Regionen unterteilt sein, die aber Japans historischen Provinzen entspricht. Also sie basiert auf der historischen japanischen Karte, was schon mal ganz cool ist. Es wird die Iga-Provinz geben, die Heimatstadt der Shinobi ist. Die Arima-Provinz wird es geben, das war der Schauplatz der großen Schlacht. Und auch die Omi wird es geben, was eher so eine landwirtschaftliche Region sein wird. Welche weiteren Regionen noch vorhanden sein werden, das weiß man noch nicht. Dafür ist es vielleicht aber auch schon noch ein bisschen zu früh. Und ja, es wird auf der Karte auch wieder die Synchronisationspunkte geben, also diese Aussichtspunkte, wo ihr dann eine Übersicht über die Region bekommt. Aber auch hier gibt es Besserungen von Seiten Ubisoft, denn Ubisoft selber hat den Wunsch geäußert, endlich weniger Symbole auf der Karte zu haben. Das heißt, ihr habt nicht mehr diese Drohnenaufnahme, die euch da gezeigt wird und dann ploppen ganz viele Symbole auf. Nein, ihr könnt auf diesen Aussichtspunkt gehen, wie auch immer der aussieht, ob das wieder Türme sind oder verschiedene Orte. Und von dort aus könnt ihr selber euch die Region angucken und verschiedene Punkte, die interessant sein können, euch markieren. Und dann, wenn ihr wieder am Boden seid, dann könnt ihr dorthin gehen. Aber es wird nicht so sein, dass ihr da drauf geht und dann wieder überall 28 Symbole aufploppen und ein Stück von der Karte dann freischalten. Nein, das wird diesmal ein bisschen mehr Arbeit vom Spieler selbst erfordern. Was aber trotzdem gut ist,
diese Synchronisationspunkte, wie sie ja nun mal heißen, sind trotzdem Schnellreisepunkte. Also ihr könnt trotzdem diese Punkte als Schnellreiseoption benutzen, um nicht immer die ganzen Wege hin und her zu laufen. Das wird trotzdem möglich sein. Also es gibt das klassische Schnellreisesystem. Von den Biomen wird quasi alles Mögliche dabei sein. Es wird Handelsposten geben, es wird normale Städte geben, Ackerland, es wird riesige Burgen geben, die es zu der Zeit in Japan nun mal auch gegeben hat. Es soll alles in einem 1:1 Maßstab gerendert worden sein, was auch eine immense Arbeit ist und eine immense Größe, um ehrlich zu sein. Und jenseits von diesen ganzen besiedelten Gebieten wird es dann auch Berge und Wälder geben, die man auch erklimmen kann, wo man auch durchlaufen kann und wo man mit Sicherheit auch das ein oder andere Interessante entdecken wird. Kommen wir also noch zu einem letzten Punkt, auf den ich eingehen will. Ja, dann haben wir auch alle so Infos, die ich für euch habe, dann durchgespielt. Nämlich das Quest-Design, die Mission, die Kampagne, wie wird das Ganze sein, wie wird der Auftragsmord ablaufen, ja, beziehungsweise der Assassinen-Modus. Und es wird so sein, dass Shadows eine nicht-lineare Kampagne haben wird. Also ihr könnt die Ziele in eurer Geschwindigkeit nach eurer Lust und Laune ausschalten. Und ihr müsst nicht, weiß ich nicht, von A nach B laufen, so wie es euch vorgegeben wird, sondern ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt zum Beispiel über irgendwelche Ziele einfach so stolpern und die umbringen, ohne dass ihr groß erforscht habt oder sowas, sondern ihr seid einfach da, seht ein Ziel und denkt euch, oh, jetzt den packe ich mir jetzt einfach. Aber es gibt natürlich auch trotzdem Missionen, wo ihr eine richtige Infiltration habt, wo ihr irgendwo in eine Burg eindringen müsst und da dann eure Arbeit machen müsst, ausspionieren und dann am Ende den entscheidenden Stich setzt. Aber es ist nicht linear, also ihr werdet nicht immer, ihr macht jetzt Mission 1, dann Mission 2, dann Mission 3, sondern ihr macht Mission 1, macht Mission 5 und so. Und das wird am Ende trotzdem alles richtig zusammenlaufen. Finde ich einen coolen Ansatz, ich weiß aber nicht, ob der wirklich geil ist. Das muss halt wirklich gut umgesetzt sein. Wenn du jetzt einfach durch die Gegend läufst und alle paar Meter irgendein besonderes Ziel hast, was aber eigentlich komplett irrelevant ist, dann kann das auch schnell monoton werden, sodass man sich eigentlich auf die großen Ziele vielleicht konzentriert, wenn man sie denn kennt, wer weiß. Das klingt auf jeden Fall, ja, es klingt spannend, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finde oder ob ich es schlecht finde. Das wird die Zeit zeigen. Es wird auch so sein, dass ihr die meiste Zeit aussuchen könnt, ob ihr jetzt mit Yasuke spielt oder mit Naoe. Es gibt aber natürlich auch extra zugeschnittene Versionen auf die jeweiligen Charaktere, wo du nur Yasuke oder eben nur Naoe spielen kannst. Da gibt es spezielle Einführungsquests, gibt es für jeden Charakter natürlich, wo ihr sie kennenlernt. Aber es gibt auch Missionen, die exakt auf diese Charaktere zugeschnitten sind und auf deren Fähigkeiten, wo ihr dann nicht wechseln könnt. Aber die meisten Missionen oder die meiste Zeit könnt ihr euch aussuchen, mit wem ihr spielt. Es wird auch klassische Nebenquests geben. Wow, ich glaube, das ist keine Überraschung. Aber es wird auch Weltenaktivitäten oder Weltaktivitäten geben, wo ihr dann verschiedene bemerkenswerte Dinge finden könnt, wie Ubisoft das verlauten lässt. Darunter zählen Schlösser, Tempel, Schreine und Kunstwerke. Klingt auf jeden Fall auch spannend. Man muss halt Bock haben, die Sachen zu sammeln und es muss eine Belohnung geben. Ansonsten wird es schwierig, außer ihr interessiert euch auch einfach vielleicht für die Geschichte, die dahinter steckt oder was ihr finden könnt, weil ihr euch einfach für diese Region und für die Zeit und für die, für alles dort interessiert. Dann ist es natürlich cool, wenn man dann so Sachen findet, so spezielle Kunstwerke, die halt asiatisch sind, die es dort halt gab zu der Zeit, vielleicht irgendwelche berühmte Kunstwerke. Aber das ist eben auch nicht jedermanns Sache. Deswegen muss es immer gut verpackt sein. Aber Schlösser und Tempel klingt doch schon mal sehr geil. Tempel vielleicht von den Templern. Würde Sinn ergeben. Und zu guter Letzt wird es ein Spionagenetzwerksystem geben. Ihr könnt also Agenten anheuern, die dann auf eurer Seite sind. Die könnt ihr dann auf Missionen schicken und dann bekommt ihr Informationen über eure Ziele. Das heißt, ihr heuert welche an, die geben euch immer wieder Infos, dann schickt ihr die wieder weg und ihr habt auch ein Versteck, wo ihr euch dann mit euren Verbündeten treffen könnt, quasi wie so ein Lager. Könnt dann mit denen auch Informationen austauschen, über ihre Geschichte was erfahren, storyrelevante Inhalte bekommt ihr da vielleicht noch erklärt. Also ein Versteck wird es geben und ein Spionage-Netzwerksystem. Und ja, das sind eigentlich alle Infos, die ich für euch habe. Ich glaube, das war eine verdammt große Menge dafür, dass das Spiel erst
kürzlich angekündigt wurde. Den Trailer habt ihr jetzt auch oft genug gesehen, so 10-mal oder so, keine Ahnung. Aber es ist ja auch ein Podcast-Format, deswegen müsst ihr gar nicht genau hingucken, sondern nur genau hinhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es jedenfalls sehr viel Spaß gemacht, den Podcast hier für euch aufzunehmen. Ihr merkt vielleicht auch, ich habe Bock da drauf. Ich habe da wirklich Bock drauf. Ich mag die Assassin's Creed-Reihe und deswegen freue ich mich drauf und bin auch ein bisschen gehypt. Und wenn es scheiße wird, dann ist es halt so. Aber ich lasse mich gerne hypen. So, ich habe gerne das Gefühl der Vorfreude. Ich freue mich gerne auf Dinge. Wenn es dann scheiße wird, okay. Ey, hinter mir steht ein riesiger Pile of Shame. Da ist verdammt viel geiles Zeug bei. Wenn Assassin's Creed Shadows nicht geil wird, spiele ich es halt nicht oder ich hol's mir irgendwann im Sale. Erstmal darf ich mich ja auf das Spiel freuen und genau das tue ich. Und ich hoffe, dass ihr es auch tut, wenn ihr damit was anfangen könnt. Ansonsten gerne natürlich auch eure Meinung in die Kommentare. Freut ihr euch auf Shadows? Sagt ihr eher, nee, ich brauche jetzt nicht schon wieder ein Assassin's Creed? Kann ich auch nachvollziehen, aber ich mag halt die Serie. Aber trotzdem, ich weiß, dass es viele Leute gibt, die keinen Bock auf Assassin's Creed haben. Was aber verwunderlich ist, dass Assassin's Creed sich halt immer krass verkauft. Ich habe immer das Gefühl, alle hassen Assassin's Creed, außer ich, aber es verkauft sich immer wie geschnitten Brot. Auch die schlechten Teile. Deswegen bin ich sehr gespannt. Auch auf eure Meinung, was ihr zu den Features sagt, was findet ihr interessant, was findet ihr vielleicht nicht so interessant. Ich habe euch auf jeden Fall alles dargeboten und in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerne das Video liken, damit es möglichst vielen Leuten angezeigt wird. Und ich sage, Rinjahauen, bis zum nächsten Mal.